So, hallo, da sind wir wieder. Und zwar, ja, die Lizzie ist müde, die darf sich auch setzen. Wir sind hier immer noch bei der Polizeiverwahrstelle und suchen nach den Waffen von Miss Delin. Wir sind gerade hier haben in einem sie sich oft Verhörraum. heftig gestritten, Lady Comstock und der Prophet. Ich konnte aber von meiner Schlafnische aus nie verstehen, worum es ging. Nach dem schlimmsten Krach ist sie nicht zum Morgengebet gegangen. Da habe ich mich zu ihr raufgeschlichen, um nach ihr zu sehen. Und wie eine Närrin blieb ich zu lange. Als ich im Comstock-Haus anfing, rief man mich Küchenmagd. Als ich von dort flüchtete, rief man mich Mörderin. Ja, wie ich es gesagt habe, sie ist nicht verantwortlich für den Tod von Lady Comstock. Das war sicherlich, darauf könnte ich wetten, Comstock. Schließlich hat er sich mit ihr gestritten. Sie wollte Elizabeth nicht. Aber was das mit Elizabeth genau auf sich hat, das sind sie, die Geräte. Jetzt müssen wir sie zur Vox schaffen. Dann auch kriegen wir unser Luftschiff. Krass. Mach mal also, auf. Elizabeth? Das kriege ich hin. Ja, das hoffe ich doch. Meine Gute. Bitteschön. Wir brauchen, müssen dir mal echt neue Kleidung besorgen. Aber das ist mal. Wem hilft es wirklich, wenn wir der Vox Populi Waffen besorgen? Es wird uns helfen. Daisy kann all das ändern, oder? Die Lage der Menschen hier verbessern. Klar. Könnte sie, wenn sie nicht mal umbringen will. Um darauf zurückzukommen, was sie sagen wollte. Ich finde es gut, dass man hier sieht, dass man hier unterwegs ist und Strapazen erleidet. Und die Kleidung ein bisschen zerschlissen ist, das sieht man bei den meisten Spielen ja nicht. Da ist mal alles gleich, weil. Ist das? Hast du was? Das finde ich dann ein bisschen blöd. Ich meine, du springst da hin und her und deine Kleidung sieht immer noch super aus. Weil die auch nie kaputt geht. Die ist aus, keine Ahnung, Asbest oder so. Aus unzerreißbarem Material. Ja, wie schaffen wir das Zeug denn jetzt hier weg? Und wann kommt die Verstärkung? So, wo ist hier das Fass, was ich noch aufmachen wollte? Da, sehr gut. Es wird aufhören, die ganzen Sachen da mal rauszunehmen. Hab später nichts. Naja, ist egal. The Founders will bleed. Die arme Frau, die hat's erwischt. Noch mehr. Ist das ekelhaft. Schaben. Hier sind ein bisschen Heu zum Urinieren und dergleichen. Ja, wie schaffen wir das Zeug jetzt raus? Aber wir können das unmöglich alles zur Werkstatt schleppen. Mist, das haben wir natürlich nicht bedacht. Das stimmt. Wie sollen wir das Zeug denn jetzt hier rauskriegen? Ist das ekelhaft. Was ist das? Wow. Es sieht aus wie ein Riss. Zu einer anderen Version dieses Raums, ohne Geräte drin. Tja, wenn die Geräte nicht dort sind... Dann müssen sie in der Werkstatt sein. In der Werkstatt. Walker, wenn wir diesen Riss betreten, ich glaube, dann gibt es kein Zurück. Willst du das wirklich tun? Noch nicht. Noch nicht. Wir waren ja schließlich noch nicht hier hinten drin. Wir werden jetzt hier mal alles schön mitnehmen, was wir können. Was ist das für eine Tür? Sehr gut, wir wären sonst an ihr vorbeigelaufen, wie es scheint. Aber hier gibt es nicht großartig viel. Also eine Kiste. Oh, Geld. Ich habe schon lange hier kein Geld mehr gehabt. Ich glaube, das ist eine Geldtasche. Oh. Okay, es ist nicht sonderlich viel, aber ich glaube, wenn wir an wieder so ein Gerät kommen, könnten wir ein Waffen-Upgrade machen. Wir haben zum Glück schon diese Box gefunden. Sonst müssten wir noch danach suchen. Öffne den Riss, das sehen wir es nochmal. Ja, was bleibt uns anderes übrig? Wir können ja nichts anderes machen. Na gut. Lizzie, your turn. Open this goddamn Riss. Los, gehen wir wieder zu diesem Schmied und bringen es zu Ende. Ich möchte schnellstmöglich auf dieses Luftschiff und weg von hier.
Booker, wenn die Vox ihre Waffen hat, gibt es eine Revolution wie in Les Miserables. Dann haben die Menschen ein besseres Leben. Ja. So, hier ist eine neue Waffe, die hatten wir noch nicht. Die Blast Gun. Jetzt hören wir schon wieder irgendwie einen Aufstand oder Tumult, ich weiß nicht. Ja, hier sieht immer alles gleich aus. Das ist vollkommen egal. Wir ändern irgendwie nur die Ereignisse, nicht wirklich den Raum. Da ist man schon mal in einer... Oh Gott. Irgendwas stimmt da nicht. Ich muss das schnell... Boah, angucken. Die Vox greifen an. Haben die jetzt Waffen bekommen oder nicht? Ich bin immer ein bisschen durcheinander, was das angeht. Wenn wir hier durch die Risse reisen. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Kurz vor den ersten Flammen sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Aber die fetten Bären mit ihren Bäuchen voller Honig, tja, die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Okay. Wieder so ein Typ, der nicht weiß, ob er tot ist oder lebendig. Jetzt müssen wir doch hier einen kurzen Blick reinwagen, um zu gucken, ob es hier vielleicht eventuell noch irgendwelche Voxer vor uns gibt. Boah, hör mal auf jetzt! Ich laufe nochmal ganz schnell hier durch. Keine Angst. Vox! 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 Oh Gott, so war es noch nie! Wieso ist es weg? Oh Mann. Sie tun mir auch echt leid jetzt. Vox! Das Musical, Vox! Hey, Vox! Wo seid ihr, Vox? Leute, Freunde und Vox! Ihr habt's voll drauf! Sagt Vox! Sagt Vox! Ja, Leute, jetzt da drauf. Nochmal, Vox! Ja! Vox! So, wir sehen, hier ist nichts. Da war doch das... ja, der Safe war jetzt sowieso offen. So, hier ist nichts mehr. Also... Spürst du es? Daisy hat diese Menschen erreicht. Man kann etwas ändern und wir können unseren Beitrag leisten. Ich will keinen Beitrag leisten. Sobald wir bei dem Luftschiff sind, sind wir hier weg. Da hat er recht, Lizzie. Weil... er recht hat. Ich guck nochmal kurz, das ist jetzt nicht irgendwie anders, weil... Nee, es ist, glaube ich, ist genau dasselbe. So, ist dasselbe. Deswegen brauchen wir das nicht anzugucken. Also nicht komplett zumindest. Kommen wir eigentlich dahinter oder wahrscheinlich kommen wir da gar nicht hin. Was zum Teufel? Das sind hier alles Minen von denen und so. Ich habe Angst, die Dinge anzufassen, weil das hier Unterwasserminen sind. Oder Wasserminen. Ja, wir verlassen die Verwahrstelle. Boah. Was ist denn hier los? Erstmal plündern. Aber ich sag euch was, Brüder und Schwestern,
Okay, hier sehen wir einen krassen Aufstand und so. Und ich glaube, die springen die ganze Zeit hin und her, von daher. Ja, das ist ein cooles Gewehr. So. Lalala, wie ein Blitz aus dem Himmelsland. Wieso stirbt der nicht? So, tot. Ein Blitz aus weiterem Himmel. Das ist gerade ganz praktisch, weil die kommen immer wieder. Dann kann ich diese Sachen abschließen hier. Noch ein. Ja, was denn? Wo soll ich denn hin? Entschuldigung. Habt ihr einmal einen Wald zu Beginn eines Waldbrands gesehen? Ja, nee, tut mir leid. Ich hab gerade nicht verstanden. Sieht man die Beutelratten und die Eichhörnchen durch die Bäume fegen. Sie wissen, was kommt. Na, gib mir aber die eine Waffe. Fetten Bären mit ihren Bäuchen. Ja, die fetten Bären, bla bla bla. Die kriegt man kaum dazu, aus ihrem behaglichen Winterschlaf aufzuwachen. Wir gehen nach Emporia. Mal sehen, was nötig ist, um sie aus ihrem Schlummer zu reißen. Okay, wir müssen doch hier hoch, irgendwie. Upsala, jetzt habe ich aus Versehen den Typen angegriffen. Der war ja eigentlich sowieso auf meiner Seite. Sie sind umstellt! Los, ergebt euch! Ihr habt keine Wahl, keine Chance vor allem. Ja. Kräfte einsetzen. Whatever. So, haben wir hier noch eine andere Waffe? Repetierer, nehmen wir den. Ist sowieso cooler, die Waffe ist rot. Frag mich sowieso, ob das was heißen soll, weil ja hier ständig irgendwie neuere Waffen da sind und sowas. Kommen wir nicht rein, schade eigentlich. So, gucken wir mal, ob es hier oben was Neues gibt. Nur die Ruhe, alles in Ordnung hier. Hier sind nur Salze und so weiter und so fort. Ist egal. Also springen wir einfach hier hin und schauen uns hier um. Meine Fresse! Die singt sehr schön, aber es ist krass. So viele Leichen. Sie sind Booker DeWitt, der Held der Box. Warum? Verdammt, was reden die da? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held. Ich weiß noch, ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. What? Wow. Ich kann kaum denken. Ich habe zwei Erinnerungen an dieselbe Sache. Komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Wir verschwinden von hier mit der First Lady. Los, komm. Oh Mann. Wenn wir hier jetzt revolutionär werden,
Da steht Murderer of the Revolution. Das heißt, der ist dafür gestorben. Das heißt, er kann hier gar nicht mehr leben. Krasse Sache. Ey, lass die Leute leben. Join the Populi. Ey, das ist doch geht nicht. Wenn die sich ergeben, dann geben die sich. Ihr könnt doch nicht immer alle hier hinrichten. Oh Mann. Also da wäre ich jetzt voll dagegen hier. Diese Schweine, die Vox Populi sind doch auch gerade nicht besser. Ich bin hier scheinbar quasi Nationalheld von denen. Starb. Alter, ich bin tot. Leute, ich bin nicht tot. Schöne irische Musik. Cheese! Okay, für das nächste Daumen hoch. Zum Schießen ein tolles Foto. Eins noch. Und diesmal macht ihr alle ein trauriges Gesicht wie 7 Tage Regenwetter. Oh Mann. Das ist kein trauriges Gesicht, wenn ihr lacht. Okay. Eines noch für die Nachwelt. Das wird ein Andenken. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Wenn die Wut durchbricht, möchte ich, dass du diese Aufnahme abspielst und daran denkst, dass ich unendlich stolz darauf bin, deine Ehefrau gewesen zu sein. Sie sagten, deine Seele wurde von den Dämpfen in dieser Metallbox erstickt. Aber das glaube ich nicht. Und wir treffen uns wieder am Ufer der Ewigkeit, beide unversehrt und lächelnd. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Bedenkt das einer euch. Okay. Als nutzt sie an sich. Nicht als denkende Wesen. Nicht als Menschen mit Träumen und Zielen. Nicht als jemanden, der will, dass seine Kinder etwas besser haben als er. Was ist das? Für die Gründer seid ihr etwas, das kontrolliert werden muss. Wann ihr esst, und das wann von ihr da? Schlaft, wann ihr steht und wann ihr sitzt. Ihr sollt sagen, ja, Sir. Nein, Sir. Darf ich zur Toilette gehen, Sir? Für sie seid ihr keine Menschen, sondern ihr seid Werkzeuge. Okay. Was? Was? Die Gründer wollen, dass sie auf die falschen Dinge achten. Und tilgen sie die Schuld. Sie wollen euch vom Bösen. Eigentlich kein übler Plan. Nur das Mädchen war nicht mehr da. Monument Island ist eine verdammte Geisterstadt. Anscheinend hat man sie fortgebracht, als man von meiner Ankunft erfuhr. Ein alter Freund sagte mir, Comstock hat sie in seine Festung verlegt. Für einen Einzelkämpfer ist der Job damit kaum mehr zu stemmen. Also, DeWitt, was jetzt? Also, wir haben es gerade erfahren. In dieser Paralleluniversum-Dimension ist es so gewesen, dass Lizzie gar nicht mehr in dem Turm war und das scheinbar irgendwie nur noch eine Ruine war. Und um an sie ranzukommen, da Comstock sie scheinbar in seine Festung genommen hat, mussten wir scheinbar der Vox Populi helfen oder keine Ahnung, damit wir ja mussten
mussten wir der Vox Populi helfen, um halt eine Armee zu haben, um da rauszukommen. Quasi. So sieht's aus. Vorerst. Ich hoffe, der Aufzug funktioniert noch. Ja, was uns da jetzt oben erwarten wird, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Nicht wahr, Mrs. Lizzie? Und hier geht's ja nochmal drunter und drüber. Und ob wir auf Fink treffen bei der nächsten Folge, das sehen wir dann. Bis dahin haltet die Ohren steif und Viva la Revolution!